Der andere hat ja irgendwie geboostet. Belastend. Flieg! Fuck, warte. Nein, nach links. Oh. Vergesse ich gerade was? Wieso höre ich hier ab hier? Soll ich damit rüberfliegen und die kaputt hauen? Das wäre ja irgendwie dumm. Warte mal. Das wäre vor allem stressig. Da. Glaube ich nicht richtig. Ist egal, wir machen es so. Ihr Götter macht die Welt schlechter, als sie vor euch war. Hey, ich krieg 9. Alles cool. Ey, da ist keine Lücke. Dann fliege ich außen rum. Warte kurz. Kurze Kurve. Hm? Ach, da. Drehen, 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 drehen. Oh, es könnte klappen. Es könnte klappen. Warte mal. Die Lücken nicht groß genug. Ah, da ist eine Lücke im Stein da links, seht ihr? Die ist größer. Ich brenne gar nicht. Moment, ich habe das nicht durchs Feuer geschickt. Hey, das fährt auch nach links und rechts. Warte mal. Soll man die Lücke nehmen? Nee, man soll eigentlich die Kisten da wegräumen. Fuck, warte. Guck mal, wie groß die Lücke hier ist. Ah, das Spiel ist aber nicht so genau. Okay, warte mal. Hä, wie ist denn das intended, dass ich die... dass die Kiste genug Schwung kriegt, dass ich da durchfliegen kann? Oder muss ich echt da drauf rumfliegen? Das ist echt ätzend. Warte mal. Hä? Wollt sagen, bin ich zu fett oder warum fliegst du nicht? Aber dann fliege ich doch ins... Ihr wisst schon. In meinen Untergang. Wind, zu stark. Aua. Hä, das sind Holzkisten, oder? Nee, Metallkisten. Was kann ich... Hä? Ich hab... Entweder vergesse ich gerade eine Mechanik. Ich tank den Damage. Alles cool. So, das muss reichen. Das ist ein Bullshit. Das sollte auch reichen, ja. Aber da oben muss ich das nochmal machen. Das muss so.
ich Glück habe, es wird nicht reichen. Schweb. Nee. Kann ich da drauf? Oh, Wind. Too strong. Okay. Andere Richtung. Das ist halt eine Selbstmordaktion eigentlich. So, ich verstehe halt nicht, wie die das meinen. Ja. Ciao. Vor allem ist die nur getimed. Die hat einen Timer. What? Kann ich die doch werfen? Nee. Lol. Okay, man kann sie werfen. Aber reicht der Schwung echt? Ich krieg halt keine Wurflinie, wenn ich die werfe. Das ist mein Problem. Ich kann mit der nicht zielen. 1, 2, 3. Das reicht nicht. Okay. Okay. That's the way. Eins. Ach doch, ich krieg eine Linie, sehe ich jetzt erst. Muss reichen. Simpelste komme ich wieder nicht. Ey, wo ist der Ring? Und Rätsel verstanden. Ja, da beim letzten habe ich es verstanden. Easy Spoil. Die ersten Würfe waren halt so läppsch und dann kam nichts so bei rum, weißt du? Deswegen dachte ich so, das kann ja nicht richtig sein. Jetzt machen wir uns den Weg da auch noch frei und dann können wir da durch. Da ist die Linie, die ich wollte. Boah. Ja, hat's gebracht, ne? Okay, let's go. Fuck! Ich hab was vergessen. Den Wind! Alter! Braucht die scheiß Kiste. Nee. Hä? Soll einfach nur rüberfliegen, oder? Ja. Ah ja. Kiste nicht vergessen. Kiste. Für die Tränke. Einen brauchen wir nicht. Hebel. Niemand wird sich an deinen Namen erinnern. Ich hab's geahnt, dass das Vieh kommt. Ich hab's geahnt. Was ist dann noch? Dass mir das Damage macht, ne, ist so lächerlich.
Aua, darf ich auch mal aufstehen? Danke. Oh, ich dachte schon, ich bin einmal gestorben. Von Scheiß Wind! Ich komme! Epischer Heldenauftritt und dann will er losfliegen. Fuck, der Wind! Können wir den Wind kurz umdrehen? Ätzen. Oh mein Gott, er ist genau falsch rum. Hallo? Mach den Wind mal aus. Oh! Jetzt ist der Wind gut. So kann er bleiben. Jetzt stört der Wind ein bisschen. Richtig gedreht? Nicht wirklich. Oh Gott. Das hätte auch vorher machen können. Jetzt sind die über Tentakeln. Nicht schon wieder ein Gewölbe. Was ist das? Was ist das für ein Spießrutenlauf? Lass mich doch endlich kämpfen. Gyron! Phoenix! Du könntest vielleicht recht gehabt haben. Die Untertreibung des Jahrhunderts. Okay, doch kein Gewölbe mehr. Du willst deinen Vater und Halbbruder retten? Wie rührend. Und welch ein Fehler. Halt. Was? Lange Geschichte. Deine Mutter hatte die schönsten... Halt den Mund, Thronräuber. Du bist als nächstes dran. Kind des Zeus und der Tethys. Hier hebe ich dein Grab aus. Du ahnungsloser Knirps, hast deine Kräfte nicht. Schönst Melonen. Genau, das wollte er sagen. Hast du jetzt die ganze Zeit so einen Wirbel um dich rum? Nee, okay. Wie kein Damage, hallo? Ah, jetzt machen wir auch den Damage, den ich erwartet habe beim ersten Kampf. Okay, Tentakel, zieh.
Daddy! Muss hart gewesen sein, immer im Schatten deines Bruders zu stehen. Bitte nicht! Das ist cool, das hätte ich gern für den Kühlschrank, die Funktion. Du wärst ein Einzelkind. Tja, heute ist dein Glückstag. Wie sagte dein Bruder noch? Raus mit dem Alten! Nom nom. Prost! Den habe ich mir extra aufbewahrt, aber ich glaube, ich gebe das Trinken auf. Nächstes Mal solltest du in mehr Zellen investieren. Sieh an! Der Feigling hat dich zurückgelassen. Was für eine Enttäuschung er als Vater doch ist. Hey, das ist unser Versagervater, von dem du redest, Arschloch. Wo hat er den coolen Hut her? Ihr geht gemeinsam unter. Was passiert jetzt? Wie du siehst, siehst du mich nicht. Speziallieferung. Bitte einmal unterschreiben. Ups, zurück an den Absender. Nein, ich bin... What was this? Seit wann kann er kämpfen? Das pure Chaos. Hey, Hephaistos. Next. Mit dem Amboss, Alter. Alter. Ihr habt das alles nicht geplant. Wie ist das möglich? Du hättest die größte Heldin aller Zeiten kämpfen können. So, der Hammer allein reicht nicht. Da muss noch der Amboss drunter. Am Ende kommt doch mein Birdie wieder aus ihm raus, oder? Das muss. Was macht sie jetzt? Eine Backpfeife? Möge die Macht der Liebe dich wahnsinnig machen. Muss ein umwerfender Kuss gewesen sein. Ihr seid alle faul, lauter, nervtötend. Dieser Planet ist euch doch egal. Nein. Oh. Ein Monster oder ich? Wenn der Boss mehr Iframes hat als man selbst. Hast du auch harte Gegner? Ah, da ist er ja. Hallo, Iframes. Hallo. Geht doch, ey. Ich habe mein Urteil gefällt, Typhon. Du musst sterben. Berufung ausgeschlossen.
Jetzt kommt noch Ares. Und am Ende kommt Zeus. Guck, er kämpft nicht mal selber. Ah doch, da ist er. Oh, krass. Poseidon kam ja nicht in dem Spiel vor. Also klar gibt es den, aber er ist nie als Gott erschienen. Den haben wir nicht befreit. Der hat keinen Platz in dieser Geschichte. So, Ares. Jetzt kommt Zeus noch, weil er hat noch HP. Aber das war einfach. Er lebt immer noch. Ich darf ihn finishen. Mit Pfeilen, komm. Richtig demütigen. Ach, verdammt. Ich wollte einen Zeus-Pfeil in ihn reinschicken. Komm, mit Zeus-Pfeil finishen. Ich will das mit Pfeil beenden. Ich will das mit Pfeil beenden. Ey, was ist das? Der hat doch keine AP mehr. Oh, das tut weh. Wo ist er hin? Geht doch. Ins Knie geschossen. Fehler machen. Aber wir brauchen das Chaos, um daran zu wachsen. Lassen wir ihn leben. In Gefangenschaft. Das Gift. Ich bin zu schwach. Es frisst mich von innen auf. Was sagt dir dein Herr? Es sagt, wir lassen ihn leben. Verschwinden wir, bevor sich das Gewölbe schließt. Der war besser, der Kampf? Ja, er war auch cool, ein bisschen. Mit den Göttern hätte noch cooler sein können. Aber es war cool. War okay. Mögest du hell unter den Sternen leuchten, Phosphor. Ach ja, Birdie ist nicht wiedergekommen, Settler. Daedalos Flügel sind hinüber. Typhons Flammen haben sie verbrannt. Ich repariere sie. Ich habe eine bessere Idee. Nichts gegen deine erstklassigen künstlerischen Fähigkeiten, Hephaistos. War das? Versucht er nett zu sein? Das ist zerstört. Der Bär. Auf die Knie. Daddy? Solltest du,
Für Tapferkeit auf dem Schlachtfeld und Menschlichkeit abseits davon. Langweilig. Hermes, kannst du dich kurz konzentrieren? Entspann dich, Athena. Oh, ich spann dich gleich. Und zwar auf eine Streckbank. Du hast mir gezeigt, dass ich ein besserer Vater für euch alle sein kann. Ach, ich hätte nichts gegen ein paar Leibesübungen. Komm doch her, Ares. Für dich strecke ich mich gern. Bin ich unsichtbar? Du bist ein furchtbarer Gefährte, Hephaistos. Das reicht, ich hab genug. Ich reich die Scheidung ein. Seid ruhig allesamt! Wie soll ich mich entschuldigen, wenn ich euch alle am liebsten vom Olymp schmeißen würde? Nochmal? Willkommen in der Familie, Phoenix. Ich hoffe, das werde ich nicht bereuen. Oh! Oh, wow! Sie sind wunderschön! Oh, Götter! Phosphor! Ich dachte, du wärst tot! War er auch. Von nun an kehrt er ins Leben zurück, wenn er stirbt. Ich erschuf dieses Wesen zu deinen Ehren. Ein majestätischer Vogel, der mit Sonnenfeuer brennt und niemals aufgibt. Der Phönix! Ich bin sprachlos. Das habe ich nicht verdient. Doch, hast du, Schwester. Nimm es an. Gut. Werde ich. Oh, und ein letztes Geschenk noch. Wartet! Da fehlt jemand! Wo ist Legion? Hey, und wo ist Phoenix? Die winselt sich ja irgendwo um Hilfe. Wenn sie nicht schon längst tot ist, meine ich. Oh, Götter! Sicher, dass das die richtige Entscheidung war? Wo? Oh ja, ganz sicher. Komm, mein Kind. Ich möchte dir noch viel zeigen. Warte! Du kannst mir nicht einfach Flügel geben und einen Phönix alle zurückverwandeln und erwarten, dass ich vergesse, was du mir angetan hast. Und deinen Kindern. Aphrodite. Eigentlich allen. Ach nein? Hey, das war nur ein Spaß. Ich trinke nicht mehr. Ich bin in einer Selbsthilfegruppe. Ich werde sogar Erziehungsratgeber lesen. Zum Hades nochmal. Schön. Ich gebe dem Götterding eine Chance. Aber ich habe ein Auge auf dich. Pops. Ich liebe dich auch, Phoenix. Kann ich auch so groß werden jetzt? Hallo? Kann mich jemand hören? Tja, Prometheus. Zeus! Phoenix! Irgendwer? Kann mir jemand helfen? Irgendjemand? Hey, der Schlüssel. Ja. Legyron. Du da, Sterblicher. Hilf mir! Ich? Ich hab den Schlüssel. Oh, den Göttern sei Dank. Befrei mich. Schon, aber Zeus sagt, ich muss dir erst eine Geschichte erzählen. Was? Was für eine Geschichte? Möge dies die Geschichte von Phoenix, meine Wiedergutmachung sein. Sie beginnt auf See. Oh nein. Nein! Das ist ja schlimmer als der Adler! Sei verflucht, Zeus! Du hast gerade den Hauptmythos von Immortals Phoenix Rising abgeschlossen. Du kannst dein Abenteuer jetzt mit dem Inhalt des Season Pass oder der Option A. Es gibt doch New Game Plus. Okay, cool. Season Pass kaufen. Nehmen wir dich jetzt nicht.